Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und wir sind zu Gast beim Rückspiel im Halbfinale. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Könnte so ein Spiel werden, in dem die Auswärtstore eventuell eine Rolle spielen. Es wird auf jeden Fall spannend. Remis im Hinspiel, eine Partie ohne echten Favoriten. Anpfiff und los geht's. Abgeblockt. Gleich kommt der Eckstoß rein. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Da sagt er Dankeschön, den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müssen sie schon mehr rausmachen, müssen sie cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Klasse, diese Parade. Ja, wie hat er den denn noch gehalten? Das war ja unglaublich. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Sie holen sich den Ballbesitz. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Versucht per Volley. Ist es denn zu glauben? Gehalten! Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Ballverlust. Was macht er draus? Die Chance jetzt. Noch ist die Chance da. An den Pfosten. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Haha, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Es gibt nicht rot, das überrascht mich jetzt aber doch. Ja, nicht nur dich, Wolf, sondern auch den Spieler selbst. Der hat fest mit rot gerechnet, ganz ehrlich. Und das wäre auch korrekt gewesen. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Wir sehen uns die Wiederholung dieses Freistoßes nochmal an. Alles gut gemacht. Vorlage und dann nimmt er Maß. Traumtor. So, in Addition heißt der Spielstand nun also 3:2. Setzt sich klasse durch. Volley genommen. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke, dann macht er das super, kommt perfekt hinter den Ball bei diesem Volley und der Keeper hat keine Chance.
Spiel läuft wieder. Neuer Spielstand nun also 4:2 nach beiden Partien. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Wird Abschluss geben jetzt. Er hat den Ball, gute Aktion. Er passt gut auf und hat den Ball. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Aber dann sind sie doch zu ungenau bei diesem Steilpass. Ball ist weg. Jetzt können sie flanken. Flanke kommt kurz. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Guter Zweikampf. Da suchen sie jetzt die Lücke. Riesenchance. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Scheinbar alles im Griff, 2:0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Bisher gutes Spiel und jetzt geht's weiter. Mit den zweiten 45 Minuten hier im Halbfinale der UEFA Champions League. Srđan Blažić. Schöner Pass. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Und dann diese Unaufmerksamkeit, weg ist der Ball. Vielleicht die Konterchance. Oh, das könnte was werden. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Ecke kommt in die Mitte. Die Gelegenheit. Oh, ein Eigentor. Ah, Eigentor. Kann jedem passieren. Den Größten ist das schon passiert. Da gibt es nur eins, abhaken und weitermachen. Sehen Sie auch in der Wiederholung, es ist unglücklich. So, neuer Spielstand. 4:3 in Addition beider Partien. Spiel läuft wieder. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Gute Balleroberung hier. Hat jetzt Anspielstation. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Jetzt hat er den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ballverlust. Schön dazwischen gegangen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko.
Jetzt die Ecke. Klares Handspiel. Das wird Elfmeter geben. Überragend gehalten vom Torwart. Ja, und klar, ein bisschen Glück gehört da auch dazu. Gleich wird hier ausgewechselt. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Ecke kommt. Gefahr bereinigt. Sercan Plavšić. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Auf Außen ist Platz. Da kommt die flache Hereingabe. Das ist der Treffer! So, nochmal der Blick auf dieses Tor. Flach kommt die Flanke. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Der neue Spielstand nach beiden Spielen ist 4:4. Weiter geht's. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Sie können den Ball abfangen. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Freistoß wird ausgeführt. Da klären Sie erstmal. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Wir sehen den Wechsel. Sechs Minuten haben wir hier noch. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen. Da ist die Flanke. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Sie gehen dazwischen. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Machen Sie gut. Steilpass. Gehalten. Ball noch am Pfosten. Ecke in die Mitte. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und wir gehen in die Verlängerung. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer.
Schon ausgeführt, der Freistoß. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Setzt sich klasse durch. Volley genommen. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Oh, das könnte was werden. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts. Die Gelegenheit. Oh, ein Eigentor. Überragend gehalten vom Tor. Auf Außen ist Platz. Da kommt die flache Hereingabe. Das ist der Treffer. Sie können den Ball abfangen. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweig. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Machen Sie gut. Steilpass. Jetzt gibt es hier die Zugabe. Die Verlängerung hat begonnen. Da lässt er den Gegner aussteigen. Gut gehalten, gute Aktion. Denn da lag das Tor in der Luft. Hat ja heute schon einen Treffer. Konnte sich schon einmal durchsetzen. Hier aber nicht. Das könnte gefährlich werden. Guter Pass jetzt. Nicht das Tor. Unglaublich. Gefährlich jetzt. Kein Tor. Riesenparade und Abseits. Und Abseits ist es außerdem noch. Das hätte eh nicht gezählt. Tja, wenn du aus so einer Chance so wenig machst, das ist schon bitter. Marvin Potzmann. Sie unterstützen gut. Gruber. Flanke kommt rein. Flanke bleibt hängen. Jetzt ist Platz für den Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Nee, da waren sie nicht schnell genug. Konter ist erstmal zu Ende. Alle wieder hinten. Gut verteidigt. Die hereingab. Klares Handspiel. Das wird Elfmeter geben. So, Blick auf die Wiederholung. So verwandelt man einen Elfmeter souverän. Mit ganz viel Coolness, ganz gelassen. Durchgang 1 der Verlängerung ist damit durch. Geht dann gleich auch direkt weiter mit der zweiten Hälfte. Und nochmal 15 Minuten, die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Da haben Sie jetzt Platz.
Ball kommt rein. Da kann er erstmal klären. Er zieht ab. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt es den Applaus. Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Pfosten. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Und jetzt müssen sie alles nach vorne werfen. Die Verlängerung ist fast. Freistoß. Und er hat auch schon gelb. Da muss er doch besser aufpassen. Schöner Pass da. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Wir nähern uns dem Ende der Verlängerung. 2 Minuten noch. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. So, die Chance jetzt. Das ist noch gefährlich. Spielt den Ball. Wenn der drin ist, ist hier alles gelaufen, aber wir sehen es ja, kein Tor. Riesenchance. Kein Tor, Wolf. Unfassbar. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste stehen damit also im Finale. Dem Trainer fällt ein Stein vom Herzen. Sie müssten hier Überstunden machen. Erst in der Verlängerung bringen sie den Finaleinzug unter Dach und Fach. Jetzt wird kurz gefeiert, da bin ich mir sicher. Und dann heißt es, volle Konzentration dem Endspiel. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Schon ausgeführter Freistoß. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Setzt sich klasse durch. Volley genommen. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Oh, das könnte was werden. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts an. Die Gelegenheit. Oh, ein Eigentor. Vom Tor. Auf Außen ist Platz. Da kommt die flache Hereingabe. Das ist der Treffer. Sie können den Ball abfangen. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikampf. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Machen Sie gut. Steilpass. Zieht ab.
Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per... Spielt den Ball. Wenn der drin ist, ist hier alles gelaufen, aber wir sehen es ja, kein Tor.